Hallo liebe Freunde von waldprinz.de. Heute geht es um das Thema Wildverbiss und wie man sich davor schützen kann. Sie sehen hier eine Douglasienpflanze. Den Artikel finden Sie dazu, zu dieser Pflanzaktion finden Sie auf waldprinz.de. Einen Artikel zu diesen kleinen blauen Dingern hier finden Sie ebenfalls auf waldprinz.de. Das sind sogenannte Terminaltriebschutzmanschetten. So, ein Jahr später sieht man, was das Wachstum eines einzigen Jahres bei dieser Douglasie hier gebracht hat. Und jetzt wäre es eigentlich an der Zeit, diese Terminaltriebschutzmanschette wieder eins höher zu setzen, eben an diesen neuen Terminaltrieb. Aber wir machen heute etwas anderes, weil so richtig glücklich sind wir mit diesen Terminaltriebschutzmanschetten nicht geworden. Ich zeige Ihnen gleich, warum. Und jetzt passen Sie auf, was wir jetzt machen. So, das war's. Das reicht jetzt wieder für eine Wachstumsperiode, weil diese ganz hundsordinäre Forstschutzfarbe, also diese Sprühfarbe, die man zum Auszeichnen von Bäumen benutzt, die haben wir jetzt hier drauf gesprüht. Sieht im ersten Moment katastrophal aus, aber wir haben jetzt ein Jahr Erfahrung damit gesammelt. Das funktioniert, ist schnell und super praktisch. Hier die nächste. Da sieht man übrigens, dass der Terminaltrieb oben abgeknipst wurde. Und warum wir nicht so glücklich sind mit diesen blauen Terminaltrieb-Schutzmanschetten, sieht man hier. Da liegt eine. Die werden auch gerne offensichtlich von Wildschweinen abgeknabbert, angeknabbert. Wenn wir hier weitergehen, da liegt die nächste. Also das hat es nicht so richtig gebracht. Und zudem muss ich jetzt hingehen und quasi von hier wieder eins höher setzen. Aber das spare ich mir alles, weil ich, ach ja, übrigens hier ganz schön zu sehen, hat ein kleiner Rehbock wieder die junge Douglasie gefegt. Liebe Jäger, schaut mal genau hin. Ist ja alles nicht so schlimm, sagt ihr, aber hier kann man mal sehen, was das bedeutet, Wilddruck im Wald zu haben. Auch hier liegt wieder eine Terminaltriebschutzmanschette neben der Douglasie. Also, wir machen es ganz einfach, eingesprüht und das Wild hat keinen Spaß mehr daran. Ein Förster würde Ihnen niemals offiziell den Rat geben, Ihre Douglasien mit Forstfarbe einzusprühen. Unter der Hand wissen alle, dass es hervorragend funktioniert. Aber da die Forstfarbe zum Auszeichnen von Bäumen keine Zulassung als Verbissschutzmittel hat, dürfen Sie es offiziell nicht einsetzen. Aber glauben Sie mir, ich habe noch nichts gesehen, was besser funktioniert als genau das. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wir sehen uns auf waldprinz.de. Bis dann!